Der Eros. Es ist eigentlich wurscht, welche Messlatte wir anlegen. Wir sollten nicht so streng sein. Ne? Politiker, es ist ein ungelernter Beruf. Es sind ganz einfache Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Da nickt schon einer mit dem Kopf. Ja, das ist erfrischende Selbstironie. Es sind Marionettenpuppen, die wirklich davon überzeugt sind. Sie hätten das Zeug zum Schmetterling und dann wachen im Amt als Käfer auf. Schön ist das nicht. Aber was ist schon schön und was ist hässlich? Nordkorea, was meinen Sie? Eher hässlich. Ein Schurkenstaat, geführt von einem irren Diktator wie Italien. Dennoch heißt es da Bella Italia, aber hässliches Deutschland. Ich weiß nicht. Berlusconi, er regiert in Italien. Entschuldigung. Ein saublödes Wortspiel. Er regiert in Italien. Wenn er seine Erektion nicht gerade woanders zur Verfügung stellt. Da kennt er nichts, schon gar keine Altersbeschränkung. Gut, seine neue ist 18, da kann man nicht meckern, das ist legal. Aber sie haben es vor 6 Jahren kennengelernt. Berlusconi, auch ein Jesuitenschüler übrigens. Das prägt so ein Jesuitentum. Ist aber keine Entschuldigung, darum hat er endlich bekommen, was er verdient, nämlich auf die Fresse. Von einem psychisch labilen, wie es da hieß. Das verstehe ich nicht. Also in meinen Augen ist jeder psychisch labil, der nicht das Bedürfnis verspürt, Berlusconi in die Fresse zu polieren. Und wissen Sie, womit er sie polierte? Mit einem Dometti, einer kleinen Nachbildung des Mailänder Doms. Eigentlich schade, dass er kein Minarett benutzt hat. Viel stichhaltiger. Ist ja Italien, nicht die Schweiz, hätte er noch gedurft. Was mir am meisten wunderte, war das Blut, das da aus Berlusconis wächserner Kopfattrappe sickerte. Ja. Er hat geblutet. Nicht gebotoxt, geschleimt, gesuppt oder sonst wie geleckt. Nein, er hat geblutet. Der ist echt, so kann man sie irren. Ja, Blut, liebe Freunde, ist ein ganz besonderer Saft und Berlusconi ein ganz besonderer Saftsack. Aber er wird gewählt. Und dennoch ist die Rede von Bella Italia, aber vom hässlichen Deutsch. Guckt euch an, oder besser nicht. Ist vielleicht doch zu scheußlich. Also ich halte das Klischee vom hässlichen Deutschland für überholt. Auch politisch sehen Sie ein konservativ regiertes Deutschland, das von einer moppeligen Ostfrau, einem schwulen Streber mit Hautirritationen und einem sprechgestörten Schwaben repräsentiert wird. Das kann so hässlich nicht sein. Das ist gelebter Artenschutz. Viel toleranter geht es nicht mehr. Dann nehmen wir Pofalla, das ist unserer Gesellschaft gelingt. Dass es uns gelingt, so etwas einzubinden, also das ist integratives Herrschen. Dirk Niebel, der ist noch entwicklungsverzögerter. Der hat in keiner anderen Behindertenwerkstatt eine Chance. Schäuble schon, er ist auch nur körperlich behindert. Aber 67, im besten schwarz-gelben Rentenalter. Wieso tut er sich den Job noch mal an? Was soll er sonst tun? Für einen Seniorenmarathon trainieren, das läuft nicht. Weiber aufreißen mit der Münte, und dafür ist er echt noch zu jung. Dann, Schäuble ist der Bruce Willis der Union. Er hat keine Chance, aber die soll er nutzen. Das wird er nicht tun, und das weiß er. Aber es ist ihm egal. Das ist Charakter. Im Grunde müsste Schäuble so ein T-Shirt tragen. Ich bin nicht schizophren, ich auch nicht. Und, liebe Freunde, immerhin, Persönlichkeitsspaltung, das ginge bei Brüderle nicht. Der ist mit einer Persönlichkeit schon hoffnungslos überfordert. Brüderle, der ist doch geistig verhindert. Also, der schmeißt die Briefmarken weg, wenn das Porto erhöht wird. Der ist so drauf, wir tolerieren das. In jedem anderen Land müsste er aus der Tonne leben bei uns, oder Wirtschaftsminister. Ein Vierfach-Papa regelt den Verkehr, Peter die Ramsau. Er spricht nicht von Verkehrsberuhigung, macht aber Mut bevölkerungspolitisch. Ebenso wie Ursula von der Leyen, eine 7-fach-Mutter, macht im Kabinett die Arbeit. Das ist glaubwürdig, aber 7 Kinder. Das ist ein bemerkenswert randständiges Reproduktionsverhalten. Tja, Herr Westerwelle, so lassen sich bildungsferne Minderheiten sinnvoll sozialisieren.
ein desorientiertes Mitglied des Hochadels, des Kriegsähnlichkeitsminister und ein Findelkind aus Vietnam, Wächter der deutschen Volksgesundheit. Also, gibt's nicht zu meckern. Ich bin glücklich, in einem Land leben zu dürfen, in dem das möglich ist. Freilich, unsere Regierung hat keinen Standpunkt, aber den vertritt sie vehement. Denn Angela, ja, das verdient Applaus und sagen. Denn Angela ist eine ganz sture Pfarrerstochter. Wie viele große Deutsche? Denken Sie an Gudrun Enslin. Hermann Hesse, Friedrich Nietzsche, Ephraim Lessing, alles Pfarrerstöchter. Franz Müntefering, Pfarrerstochter. Friedrich Dürrenmatt, gut, das war kein Deutscher, aber der schrieb die Physiker. Und Angela ist ja Physikerin. Hat schon so manches Teilchen beschleunigt. Denken Sie an Merz, der Spezialdrascher, aber rektal. Ja, was wären Zäpfchen ohne Arschlöcher? Das muss man schon mal fragen. Und wen oder was Angela so verzapft und verzäpft, das hat Stil. Sie hat ihre Bilanz schon mal schön zusammengefasst, war vor der Krise allerdings, da hat sie gesagt, wir haben in 18 Monaten mehr erreicht, als so manchen im ganzen Jahr. Sind wir ehrlich, das war ihr einziger Lapsus in 5 Jahren. Die ist völlig kontrolliert. Denkt drüber nach, was sie sagt. Das geht so nicht. Das ist ganz schlecht fürs Geschäft, also für meins. Ein Politiker muss Norbert Blüms rhetorischen Prinzip folgen. Wie soll ich ahnen, was ich denke, wenn ich gar nicht höre, was ich meine? Angela redet hat im Prinzip, wieso soll ich sagen, was ich meine, wenn ich gar nicht weiß, was ich denke? Also sagt sie nichts, aber das macht sie sehr kontrolliert, weil sie aus dem Osten kommt. Der Ossi ist als Medienprofi aufgewachsen. In der DDR war auf jeden Kohlrabi eine Kamera gerichtet, das schuld. Da wurde immer schon begoogelt, beliedelt und befacebookt. Für uns ist das neu. Aber wie lange geht das gut mit Spider Merkel? Die muss sie zerreißen von der inneren Widersprüchen. Gut, sie ist eine Frau, sie ist belastbarer. Sie hat einen prima Bärsschutz. Aber wie lange hält sie noch? Das dauert keine 10 Jahre, mit einem platzt das aus ihr raus. Ich bin Angela Merkel. Das ist stolz und große Frage. Bitte sehr.